Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der dritte Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an. Es gibt wieder eine Konferenz. Wenn ihr keine Lust habt auf die Konferenz, dann könnt ihr euch das in den kurzen Zusammenfassungen anschauen. Die Timelinks seht ihr hier gleich oder habt ihr schon gesehen. Viel Spaß auf jeden Fall, danke fürs Reinschalten. Wenn es euch später gefällt, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten soll es jetzt losgehen, erstmal mit dem Freitagabendspiel. Viel Spaß! Es war nicht groß verwunderlich, dass Achim Bayerlorzer seinen Platz beim ersten FSV Mainz 05 räumen musste. So geschah es dann nach dem zweiten Spieltag bei diesem 1:4 gegen den VfB Stuttgart. War man auch unterlegen. Gegen Union Berlin sah es anfangs auch überhaupt nicht gut aus. Robin Zentner muss früh eingreifen. Hier langer Lauf von Geraldo Becker. Der Ball ist dann aber nicht gut genug platziert. Die in olivgrün gekleideten Gäste spielten dann aber auch endlich nach vorne. Barrero Martins mit dem ersten Abschluss, 18. Spielminute. Man merkte, es ging ein neues Feuer durch diese Mannschaft, aber dass direkt alles klappt, damit ist auch eben nicht zu rechnen. Der FC Union Berlin holte sich einen guten Punkt ab gegen Borussia Mönchengladbach, stand hier jetzt aber weiterhin zu Hause unter Druck an der alten Försterei. Man verlor am ersten Spieltag gegen den FC Augsburg. Und Mainz wurde immer besser. Nächster Abschluss, aber dann pariert. Kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal die Eisernen. Geraldo Becker treibt nochmal an. Avoni, Bülter zu Robert Andrich. Und Führung für die Gastgeber. Etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt, aber nicht gänzlich unverdient. Sanchez bekommt den Fuß nicht mehr ran. Und so steht es dann zur Pause 1:0 für die Gastgeber. Der erste FSV Mainz 05, also wieder mal mit dem Rücken zur Wand. Aber Mainz konterte gut. Quaison, wunderbarer Pass auf Mateta. Die Fahne blieb erstmal unten. Dann wurde es überprüft. Alles richtig, genau im richtigen Zeitpunkt gestartet. Wunderbar gespielt. Ausgleichstreffer Mateta, wohl noch der Lichtblick bei Mainz. Union Berlin dann wieder mal nach Standards gefährlich. 66. Spielminute, Robin Knoche, der sich hier aus äußerst spitzem Winkel probiert. Der hätte den Ball sicherlich lieber auf den Kopf bekommen. Mit dem Fuß ist er beim Abschluss nicht ganz so gut. Union aber drehte nochmal auf, spielte jetzt auf den ersten Dreier. Bülter, Trimmel, Abschluss. Sie näherten sich an. Fehlte nicht viel, Trimmel mit seinem linken Fuß. Und dann Zentner schaut hinterher, ist aber nicht mehr dran. Da kann man sich ärgern als Fan von Union. Schlussphase. Wer hatte hier möglicherweise den Lucky Punch im Schuh? Quaison. Danny Latza quergelegt und Barrero Martins noch einmal, aber vorbei in der 90. Spielminute. Das war's dann auch aus dieser Partie. Leistungsgerecht trennen sich diese beiden Mannschaften 1:1 und warten weiterhin nach 3 Spielen auf den ersten Saisonsieg. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Samstagskonferenz am dritten Spieltag. Wir haben 5 interessante Partien. Eine ist besonders und das ist hier der erste FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach im Rhein-Energie-Stadion. Beide Mannschaften alles andere als optimal in diese Saison gestartet. Der erste FC Köln noch gänzlich ohne Punkt. Borussia Mönchengladbach hat zumindest einen geholt am vergangenen Samstag gegen Union Berlin. Am ersten Spieltag war man bei Dortmund unterlegen. Das möchten die Fohlen heute wieder gut machen. Im Gegensatz dazu eben der erste FC Köln, der hier auch vor heimischer Kulisse nach einem Spiel gegen Bielefeld letzter Woche unbedingt
was einfahren muss. Ansonsten wird es um Gisdol nicht unbedingt ruhiger. Das ist die Aufstellung der Kölner. Wir schauen jetzt mal in Dortmund vorbei. Der BVB empfängt den SC Freiburg und nach gutem Saisonstart gegen Gladbach am ersten Spieltag patzte man letzte Woche gegen den FC Augsburg. Das war doch etwas überraschend. Augsburg machte es gut, war sehr effektiv und Borussia Dortmund teilweise ideenlos. Das wird heute gegen den SC Freiburg aber nicht unbedingt eine einfachere Aufgabe. Die Breisgauer haben schon 4 Punkte gesammelt, auch am letzten Wochenende gegen Wolfsburg gezeigt, wie gut sie wirklich Fußball spielen können. Wird also auch hier im Signal Iduna Park sicherlich eine spannend zu beobachtende Partie sein. Und Dortmund will den 2. Heimsieg. Das ist klar. Wir schauen eine Station weiter in Stuttgart. Ja, in Stuttgart ist Bayer 04 Leverkusen zu Gast. In der Mercedes-Benz Arena hatte es vor 2 Wochen für Stuttgart lange Zeit richtig düster ausgesehen. Sie lagen 0-3 gegen Freiburg hinten. Dann kämpften sie sich ran und hätten sich fast noch einen Punkt geholt. Das machten sie dann aber letzte Woche gegen Mainz wiederum richtig stark. Da gewannen sie mit 4-1. Auch nach einem Rückstand zurückgekommen. Bayer 04 Leverkusen mit 2 Unentschieden in die Saison gestartet. Gegen Wolfsburg und gegen RB Leipzig. Das ist in Ordnung, aber da möchte man heute dann den ersten Dreier einfahren. Auch hier haben wir nochmal einen Blick auf die gastgebende Mannschaft geworfen. Das sind dann die ersten Eindrücke hier aus dem Schwabenland. Und jetzt gehen wir hoch in den Norden. Ins Weserstadion zum SV Werder Bremen. Da konnte man sich erstmal wieder Luft verschaffen, nachdem man am ersten Spieltag gegen Hertha hier im Weserstadion hart patzte. 1-4 verlor, konnte man gegen Schalke teilweise sogar spielerisch ganz gut überzeugen, aber man hat erstmal dieses Nervenspiel gegen die Königsblauen gewonnen. Mit 3-1 siegte man da durch einen perfekt aufgelegten Füllkrug, der sogar 3-mal treffen konnte. Arminia Bielefeld hat 4 Punkte gesammelt, das ist respektabel. In Frankfurt 1 Punkt mitgenommen und dann zu Hause gegen den 1. FC Köln durch ein relativ spätes Tor von Edmundson, dem ersten Fähringer Torschützen in der Bundesliga, den Heimdreier einfahren können. Für SV Werder Bremen, klar heißt es trotzdem, Favoritenrolle annehmen gegen den Aufsteiger und mit diesem Team hier soll es funktionieren. Dann schauen wir noch bei der letzten Station einmal vorbei. Eintracht Frankfurt zu Hause gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Furios, was beide Mannschaften ablieferten, zuletzt Hoffenheim gegen die Bayern mit 4-1. Aber auch Frankfurt richtig spielerisch stark gegen Hertha BSC gewann man am Freitagabend mit 3-1. Es wird also auch hier sicherlich eine interessante Partie und weil es hier sofort losgeht, starten wir die Konferenz auch hier in der Frankfurter Arena. Bastost stößt an für Frankfurt, von links nach rechts geht es im ersten Durchgang. Die in Minsk gekleideten Sinsheimer stehen momentan mit 6 Punkten am Platz der Sonne. In Köln mühte man sich da zum 3-2, gegen die Bayern war es wirklich ein überzeugender Auftritt. Aber Frankfurt, auch die haben eine breite Brust, wollen hier ihr Heimspiel gewinnen. Das erste Heimspiel dann in dieser Saison gegen Bielefeld reichte es ja nur zum 1-1. Das war doch eher der bitteren Sorte. Und Hoffenheim versucht zu kontern. Samer Seku aber mit dem missglückten Pass. Kevin Trapp hat den Ball sicher, trischt ihn nach vorne ins Aus. Und wir schauen mal beim Derby vorbei. Wo Borussia Mönchengladbach kommt, Stindels Ball kann aber erstmal geklärt werden. Das muss ich wahrscheinlich nicht erzählen. Köln in den weißen Trikots, Gladbach in grün. Die Geißböcke kommen über Sebastian Andersson, der für Tore endlich sorgen soll. Der 1. FC Köln auch in der vergangenen Saison schwach gestartet. Dann ist er Gisdol gekommen. Mit dem wurde es dann
zumindest kurze Zeit besser. Jetzt steht man wieder vor vielen Problemen, die man ja Tor in Bremen häufig hier gesehen hat. Und wir nehmen erstmal den Treffer in Bremen mit. Das 1:0 für die Gäste. Arminia Bielefeld geht in Führung und es ist Fabian Klos, der Ur-Bielefelder, wird bedient und steht genau da, wo ein Torjäger stehen muss. Bringt den Ball im Stolpern über die Linie. Das ist ja fast ein typischer Fabian Klos. Klar, der kann es auch wunderschön, aber häufig ist es dann einfach, dass er nur noch irgendein Körperteil hinhalten muss. 1:0 für die Gäste und der SV Werder Bremen kommt scheinbar von dieser Heimschwäche einfach nicht los. Das ist ja zum Verrücktwerden als Bremen-Fan. Und für Bielefeld ist es in dieser Konferenz erstmal der perfekte Auftakt. Also, das erste Tor haben wir hier gesehen in Bremen. Die Gäste führen mit 1:0 und wir schauen jetzt mal in Dortmund vorbei. Der BVB kommt in den schwarz-gelben Trikots. Und der SC Freiburg erstmal auf die Defensive bedacht, aber da lauern eben auch einige Spieler dann zum Konter, sodass Dortmund auch aufpassen muss. Axel Witzel im Ballbesitz, wird da nicht wirklich angegriffen. Jadon Sancho legt sich den Ball dann selbst hoch. Wirklich gefährlich wird es dabei nicht. Knappe Viertelstunde gespielt. Der BVB ist spieldominant. Viel Ballbesitz, aber dass das nicht unbedingt ihre Stärke ist, das ist auch keine neue Erkenntnis. Sie bissen sich gegen den FC Augsburg wirklich die Zähne aus. Sie haben es nicht geschafft, einen Treffer zu erzielen, nachdem sie in der Vorwoche gegen Gladbach teilweise das Umschaltspiel perfekt angewendet hatten. Für den SC Freiburg, ja, geht es erstmal darum, dieses 0:0 zu halten und Nadelstiche nach vorne zu setzen. Vielleicht Tor in Stuttgart. Roland Salay. Wir melden uns, wenn hier was passiert. Jetzt nach Stuttgart. 1:0 für die Gäste. Kerim Demir Bay markiert den Führungstreffer für Bayer 04 Leverkusen, der auch schon den Treffer am letzten Samstag gegen Leipzig erzielte. Schöner Übersteiger. Dann behauptet er den Ball gut. Und mit seinem starken Linken haut er dann drauf. Lässt da Gregor Kobel keine Möglichkeit. Waldemar Anton kann nichts mehr machen. Steht hinten dran, kommt nicht an den Ball und will dann auch keinen Strafstoß riskieren. Also 16 Minuten gespielt. Das 1:0 für die Gäste geht in Ordnung. Wenngleich so richtig viele Möglichkeiten bislang noch nicht auf dem Platz zu sehen waren. Tor in Bremen. Stuttgart macht es aber auch nicht allzu schlecht. Jetzt in Bremen das Tor. Das 2:0 für die Gäste, das ist unglaublich. Sebio Suku. Werder Bremen wieder mal jenseits von Gut und Böse. Was für ein Bock von Friedel, der den Kopf da auf den Elfmeterpunkt köpft, da ist Sebio Suku völlig frei und er erhöht hier zum 2:0. Also, es wird richtig schwer jetzt für Werder Bremen. Wie schaut es in Frankfurt aus? Bekommen wir da ein paar Tore? Wir waren zumindest mal kurz davor hier. Für Eintracht Frankfurt hätte es fast Kamada gemacht. Gute Möglichkeit. Aber jetzt kommt Hoffenheim über die rechte Seite. Es sind durchaus spektakuläre Spiele, wenn diese Teams hier aufeinandertreffen. Bislang ist es noch etwas verhalten, aber weiß Gott, kein schlechtes Fußballspiel. Hoffenheim grüßt eben noch von der Tabellenspitze. Baumgartner. Kaderabek, Dabur, quergelegt. Samaseku, wenn der Ball durchkommt, dann wird es richtig brenzlig, aber Hinteregger, auf den es da in der Innenverteidigung natürlich auch Verlass. Kamada. Guter Ball links raus. Zuba, was macht er denn da? Kevin Vogt, und dann ist es geklärt. Wir klären auch. Den Ball ins Rhein-Energie-Stadion. Der erste FC Köln gerade ein bisschen unter Druck. Gladbach kommt über links. Thuram. Und Florian Neuhaus. Pass zu Stindl. Gut gemacht. Stindl quergelegt und da ist Kramer. Und macht das 1:0. Für Borussia Mönchengladbach. 22. Spielminute.
Die Fohlenelf geht 1:0 in Führung. Kramer macht den Flieger. Steht genau richtig, läuft gut durch und hält den Fuß rein. Es ist gut gespielt, aber auch schlecht verteidigt. Timo Horn bedient. Der Pass von Neuhaus ist gut. Dann quergelegt, gut von Stindl. Und Kramer einfach handlungsschneller. Timo Horn, muss er da rauskommen, muss er auf den Ball gehen. Er tut's nicht. Zu 100% ist ihm das aber auch nicht anzulasten. Also 1:0 hier für die Gäste. 22. Minute. Wir warten weiterhin auf den ersten Treffer in Dortmund. Der BVB aber müht sich. Axel Witzel, wieder so eine Situation da. 25, 30 Meter vom gegnerischen Kasten, wird nicht angegriffen. Haaland und wird jetzt von Lienhardt gelegt. Gibt auch den Freistoß. Das ist eine äußerst interessante Position. Guerrero legt sich den Ball erstmal zurecht. Mal schauen, ob es da eine Variante gibt. Den wollen wir uns natürlich anschauen. Sehr gute Position. Und sowas ist für Christian Streich sicherlich nicht das, was man sich wünscht. Genau solche Standardsituationen möchte man vermeiden. 19 Meter Torentfernung. Gibt auch ein bisschen Unterstützung. Guerrero macht's nicht. Läuft über den Ball. Witzel legt quer. Und das ist Emre Can, der von Höfler geblockt wird. War jetzt doch nicht so viel drin, wie man vielleicht hätte erwarten können. Eine Variante, nicht unbedingt so richtig ausgeklügelt. Es ist eine Idee, die gut klappen kann, aber der direkte Ball aufs Tor ist dann meist doch der gewinnbringende. Eckball von der linken Seite. Nicht schlecht, aber von Günther erstmal bereinigt. Tor in Köln! Mit der Möglichkeit zum Konter. Wir wollen schnell in Köln den Treffer schauen. Ausgleich! Sebastian Andersson mit dem 1:1. Stark mit der Hacke von Andrej Duda. Dann Sebastian Andersson, also die Neuzugänge im Zusammenspiel. Sommer ohne Chance. 1:1, also wieder alles auf Anfang hier im Derby. Das hätte auch der VfB Stuttgart gerne. Sie bemühen sich auch, um hier den Ausgleich zu erzielen. Leverkusen lässt sich gerade hinten reindrücken. Castro. Jetzt fehlt nur eben die Lücke. Die Davi kommt gut raus. Doch die Mannschaft von Materazzo, die hat schon in der Spielanlage Hand und Fuß. Das kann man nicht sagen, auch wenn Bayer 04 Leverkusen sich jetzt gerade befreien kann. Und die Kontersituation. Amiri raus zu Bellarabi. Flanke. Kommt sogar an. Schick. Mangala dazwischen und Kaminski klärt. Sosa erstmal raus zum Einwurf. Knapp über eine halbe Stunde gespielt. Die Führung momentan für Leverkusen fast etwas schmeichelhaft. Sie hat nicht mehr viel vom Spiel. Die Yabi jetzt hier mit dem Fehler in der Ballannahme. Wir wollen nochmal in Bremen vorbeischauen. Da steht es ja sogar schon 0:2. Ja, der SV Werder Bremen aber gelobt nun Besserung. Lässt sich hinten nicht mehr so einschnüren. Bielefeld vielleicht etwas zu sehr auf die Defensive konzentriert. Und da geht's fast schief. Niklas Füllkrug. Sehr gute Möglichkeit. Der Kopfball, aber minimal zu hoch, geht über die Latte rüber. Und dann kann er nur die Hände in die Hüfte stemmen. Das wär's natürlich gewesen. Der Anschlusstreffer ist vorm Seitenwechsel sicherlich noch ein wichtiger Faktor. Bielefeld auch für eine kompakte Defensive durchaus bekannt. Vor allem in der Bundesliga gilt es das ja noch einmal mehr zu unterstreichen. Füllkrug bekommt den Ball von Klaassen Weder, legt ihn dann links raus. Sergeant Augustinsson, da muss vielleicht irgendwann auch mal die Flanke kommen. Augustinsson
geht den einfachen Weg über Friedl. Ist dann vielleicht auch mal das richtige Mittel, das im Mittelfeld ein bisschen zu entzerren, Platz zu bekommen. Aber Bielefeld Tor in rückt da nicht Frankfurt. wirklich groß raus. Und wir schauen uns den Treffer in Frankfurt an. 1:0 für die Gäste. Munas Dabur in der 40. Minute. Schon gegen Bayern erfolgreich. Jetzt bekommt er hier aus 17 Metern ungefähr etwas zu viel Platz. Und schweißt den gut ein. Kevin Trapp bleibt nur das Hinterherschauen. Wunderbarer Treffer. 1:0 also für Hoffenheim. Das würde momentan 9 Punkte bedeuten und damit die Tabellenführung. Es sei denn, der FC Augsburg liefert ein Spektakel ab gegen den VfL Wolfsburg. Nicht ausgeschlossen, aber auch mal, ja, zumindest nicht unbedingt zu erwarten. Hoffenheim macht es gut. Frankfurt kommt momentan nicht mehr so gut nach vorne und da rollt schon der nächste Angriff über Robert Sko. Sebastian Hoeneß scheint da die richtigen Schalter mal wieder gefunden zu haben. Mit dem FC Bayern München 2 Meister in der dritten Liga geworden als Aufsteiger. Das ist auch erstaunlich. Und jetzt, ja, macht das mit Hoffenheim richtig gut. Wir schauen nochmal auf den Treffer und wechseln ein weiteres Mal nach Dortmund. ...45. Minute bereits angebrochen. Dortmund hadert ein wenig, schafft es aber auch nicht so viele Möglichkeiten zu kreieren. Deswegen ist dieses 0:0 nicht mal unverdient. Santa Maria. Der Pass raus, aber nicht gut. Emre Can klärt das dann spielerisch mit Bürki. Relativ einfach. Nachspielzeit gleich auch abgelaufen. Tor in Bremen. Da wählt dann der Schweizer die einfache Variante. Und den Konter gibt es nicht mehr. Treffer in Bremen. Treffer in Bremen. 2:1 nur noch. Und das ist Niklas Füllkrug. Der Mann der Stunde momentan beim SVW. Steht da am zweiten Pfosten frei. Läuft gut durch. Und bedankt sich dann. Nimmt das Geschenk gerne an. Brunner zu weit weg. Stefan Ortega. Dann ohne eine Möglichkeit. Das ist der Treffer, den man sich hier erhofft hatte, der extrem wichtig wird für die zweite Hälfte. Und Hoffnung gibt für den SV Werder Bremen vielleicht doch zu Hause endlich mal wieder Punkte zu holen, vielleicht sogar einen Sieg. Klar, das hatte am 34. Spieltag geklappt gegen Köln, aber das war nicht so viel Bundesliga-Wettbewerb, wenn man ehrlich ist. Also, hier steht es 1:2. Wir schauen in der Pause einmal kurz auf die Resultate hier und auf den anderen Plätzen und freuen uns dann auf hoffentlich weitere spannende 45 Minuten im zweiten Durchgang. Jo, hier haben wir einmal die Ergebnisse im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wenn es gefällt, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten ja, hier einmal die Spiele im Überblick. Ich möchte gar nicht viel rumlabern. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Durchgang. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Zurück in der Konferenz. Wir starten in Stuttgart, schauen uns nochmal den einzigen Treffer momentan des Tages an. Kerim Demirbay in der 16. Minute markierte den Führungstreffer für die Gäste. Für den VfB Stuttgart heißt es jetzt zu vermeiden, dass man die ersten beiden Heimspiele in dieser Saison verliert. Gegen Freiburg eben konnte man sich gut wieder ranarbeiten. Jetzt hat man einen Trefferrückstand, dafür ist Leverkusen aber vielleicht auch noch etwas besser als der SC Freiburg. Der VfB Stuttgart wird sich jetzt hier bemühen. Das ist aber erstmal eine Abseitsstellung von Sasa Kalajdzic. Wir dürfen gespannt sein. Also aufgegeben hat sich hier der VfB Stuttgart natürlich noch lange nicht. Und wenn Treffer fallen, melden wir uns. Also jetzt erstmal nach Dortmund, da läuft es auch schon wieder. Und Dortmund kommt. Jadon Sancho. Quergelegt, Reyna. Und da ist Dahoud. Was für ein Start in die zweite Halbzeit. 48. Minute, Dahoud mit dem 1:0.
um es etwas über zu dramatisieren, auferstanden von den Toten. Es ist der Hut, von dem man lange nichts mehr gehört und gesehen hat im BVB-Dress. Und jetzt bringt er den BVB hier in einer ganz wichtigen Phase in Führung. Ein Sieg ist hier eigentlich unabdingbar. Und da ist so ein Führungstreffer natürlich viel wert. Der SC Freiburg jetzt in der Drucksituation. Der erste Rückstand hier auf des Gegners Platz ist. Da muss man dann auch erstmal mit umgehen. 50 Minuten knapp gespielt, also ist noch genug Zeit. Und der SC Freiburg ist immer dazu in der Lage, irgendwie aus dem Nichts seinen Treffer zu erzielen. Mit Petersen unter anderem vorne sollte das ja eigentlich kein Problem darstellen. Weiter Freistoß von Meunier, aber erstmal geklärt zum Eckstoß. Und den wollen wir uns auch noch anschauen. Schauen wir nochmal drauf. Schöner Abschuss mit links für Florian Müller nicht zu halten. Und dann zappelt eben das Netz. Und die Dortmund-Fans können sich freuen. Also Eckball von der rechten Seite. Christian Günther ist ein durchaus guter Eckballschütze. Den bringt er auch nicht schlecht rein. Gulde aber bekommt keine Ballkontrolle hin. Tor in Bremen! Momentchen noch. Ja, Tor in Bremen. Ausgleich! 53. Spielminute. Der SV Werder Bremen ist wieder zurück im Spiel. Und zwar komplett. Davy Klaassen hält die Innenseite hin. Da stimmt bei Bielefeld die Zuordnung wieder nicht. Und so steht es dann. 2:2. Flanke von der linken Seite. Und Werder Bremen, möchten sie hier wirklich sogar ein Spiel zu Hause mit 2 Toren Rückstand komplett drehen? Das wäre ja der Wahnsinn. Aber erstmal das 2:2 hier erzielt. Das ist extrem wichtig. Klar, so schnell nach der Pause. Für Bielefeld jetzt auch schwierig. 2 Tore Vorsprung gehabt. Fast etwas leichtfertig verspielt. Jetzt müssen sie wieder was nach vorne tun. Sergio Córdoba mit der Flanke. Abgewehrt von Marco Friedl, aber nur zum Eckball. Und da ist Bielefeld auch nicht schlecht. Tor in Dortmund! Ah, netter Treffer. Und netter Treffer auch in Dortmund wahrscheinlich. Zumindest ein ziemlich wichtiger Treffer für den BVB. Die schlagen hier richtig gut ein. Nach dem Seitenwechsel Rafael Guerreiro. Wir sehen ihn da unten rechts schon am Bildrand. Ziemlich frei und dann wuchtet er den Ball mit seinem starken linken Fuß auf den Kasten. Schmid kommt einen Schritt zu spät. Müller kommt mit den Fingern nicht mehr ran. Und somit steht es hier 2:0. Das wird jetzt richtig brutal schwer. Tor in Frankfurt. SC Freiburg. Und da haben wir auch den ersten Treffer in Frankfurt im zweiten Durchgang. Ausgleich. André Silva. Frankfurt schlägt zurück. Schon wie gegen Bielefeld nach einem Rückstand. Kommen sie zum Ausgleich. Starke Einzelaktion von André Silva lässt er gleich 3 Sinsheimer Spieler relativ alt aussehen. Und Oliver Baumann ist dann komplett chancenlos. Der Ausgleich für Eintracht Frankfurt. 56. Spielminute. Es ist mittlerweile durchaus verdient, dieser Treffer. Hoffenheim die etwas bessere Mannschaft. Aber Frankfurt ist eben trotzdem voll dabei. Setzt immer wieder gefährliche Stiche nach vorne. Und da konnten sie jetzt einmal einen erfolgreich abschließen. Eben durch die Qualität von André Silva, Hinteregger. Starke Grätsche, damit kann man sich auch natürlich Power holen. Wir holen uns Eindrücke jetzt erstmal aus Köln. Wo es ebenfalls 1:1 steht. Der erste FC Köln kam nach Rückstand zurück. Konnte relativ schnell antworten. Knapp 5 Minuten lagen sie nur zurück. Für Borussia Mönchengladbach auch keine einfache Situation. Momentan würde man
mit 2 Punkten nach 3 Spielen dastehen. Das ist nicht das, was man sich erhofft hat. Wechsel jetzt. Stindl geht, Wolf kommt. Halbe Stunde haben wir noch auf der Uhr. Wer kann den entscheidenden Treffer erzielen? Kann eine Mannschaft den entscheidenden Treffer erzielen? Und mit einem Punkt sind eigentlich beide Teams nicht wirklich zufrieden. Können sie zumindest nicht sein. Ungenau. Sehr ungenaues Spiel von Gladbach auch nach vorne. Der 1. FC Köln bleibt dann aber auch im Mittelfeld immer hängen. Da muss man auch dann logischerweise den Defensivreihen Komplimente machen, aber teilweise dann auch so ein Spiel nach vorne raus. Das gibt's doch nicht, Rex Bischai. Aber nicht gut. Sommer hält den Ball fest. Wäre auch abseits gewesen. Hier gibt's den nächsten Wechsel. Also ist ein bisschen zäh hier momentan die Nummer. Wie sieht's denn in Stuttgart aus? Ja, der VfB Stuttgart arbeitet auch am 1:1. Während Leverkusen mit einem Wechsel erstmal ein bisschen Luft aus der Nummer nimmt. Bailey für Diaby. Leverkusen spielt die Zeit ein bisschen in die Hände. Der VfB Stuttgart noch nicht mit den zwingenden Möglichkeiten hier was ganz Gefährliches heraufzubeschwören. Aber es ist ja noch Zeit genug. Jetzt aber erstmal wieder Leverkusen. Palacios. Abschluss! Aus der zweiten Reihe nimmt er sich einfach mal ein Herz. Und das war nicht schlecht. Trifft den Außenposten. Tor in Dortmund. Und Tor in Dortmund. 3:0. Die Entscheidung hier für den BVB. Jadon Sancho macht alles klar. Und das wird jetzt hier im zweiten Durchgang schon fast etwas bitter für den SC Freiburg, nachdem man im ersten Abschnitt so gut mithalten konnte. Sancho mit der Seite bleibt da eiskalt für Müller, der jetzt wieder hinter sich greifen muss. Das dürfte es hier nach menschlichem Ermessen schon gewesen sein. 68. Minute, ja. Also in 22 Minuten, klar, kann man 3 Tore schießen, aber da muss schon einiges gut laufen jetzt für den SC Freiburg. In Bremen steht es ja noch auf der Kippe. Und man weiß auch nicht, in welche Richtung das momentan tendiert. Es ist recht ausgeglichen. Und Bielefeld ärgert sich auch über das 2:2. Wird gerne den Dreier mitnehmen. Sebio Suku nimmt den Ball da gut runter. Flanke, Augustinsson klärt zum Eckstoß. Dahit Chong jetzt für Sargent. Chong, der im Pokal zumindest sehr gut überzeugen konnte. Jetzt eher einer, der momentan nur von der Bank kommt. Aber 20 Minuten Zeit hat er, um sich zu zeigen. Suku. Schwache Ecke, den fängt Pavlenka gut ab. Verschafft sich dann erstmal einen Überblick, aber wo soll der Ball hin? Bielefeld steht ziemlich hoch, wenn man sich das anschaut. Deswegen, ja, weiter Ball mit Risiko gespielt. Knapp 20 Minuten noch hier, auch in Frankfurt wahrscheinlich. Ja, knapp 20 Minuten, gleich nur noch eine Viertelstunde. Hoffenheim arbeitet hier wieder nach vorne. Robertsko, Samaseku, Kramaric und Grilic. Und das ist das Tor! Zucker gespielt. 75. Spielminute. Das 2:1 für die Gäste. Florian Grilic. Frankfurt kriegt den Ball nicht geklärt. Dann ist es gut. Sehr gut gespielt. Hasebe versucht da noch reinzupieken. Kratzt dann haarscharf am Elfmeter vorbei. Aber Grilic bleibt aufrecht und dann bekommt er den Ball aufs Tor gedrückt. Sehr platziert, sodass Trapp nicht mehr rankommt aus kurzer Distanz. 2:1 für die Gäste, also die zweite Führung für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß. Es wird schwer jetzt noch für Frankfurt. Asche kommt, Dost geht und Frankfurt geht. Dafür kommt Köln nochmal.
Die Zeit wird knapper, aber die Geißböcke geben sich hier nicht zufrieden. Eckball. Ja, zumindest ein Abschluss. Aber Jan Sommer hält ihn gut fest. Und bringt den Ball dann nach vorne. Player, falsche Richtung. Wolf, haarsträubender Fehlpass. Und Köln. Höger rausgelegt. Oh, den kriegt er noch umgerissen. Andersson. 79. Minute. Jetzt geht hier Gladbach nochmal der Allerwerteste auf Grundeis. Das ist gerade ein Spiel mit dem Feuer, das sie hier betreiben. Der erste FC Köln ist kurz davor, die Führung zu erzielen. Noch etwas mehr als 10 Minuten zu spielen. Also Gladbach macht fast einen bedenklichen Tor in Eindruck Frankfurt. Hier momentan. Und wir gehen zurück nach Frankfurt. Der Ausgleich? Die Entscheidung eher. 3:1 für Hoffenheim. Diesmal ist Kevin Trapp noch dran. Aber Kramaric hat eben momentan noch einen Lauf. Und markiert hier das 3:1 und macht damit ja tatsächlich wohl alles klar. Auch wenn Frankfurt einiges zuzutrauen ist, jetzt in 8 Minuten plus ein paar Minuten Nachspielzeit wird es schon brutal schwer, nochmal anzukommen. Also 1:3 hier in Stuttgart ist es ja noch extrem spannend. Zumindest vom Ergebnis her spielerisch nicht super mitreißend. Leverkusen hat hier schon ziemlich viel im Griff. Aber hat jetzt mehrmals schon verpasst, die Entscheidung zu erzielen. Sie sind aber weiterhin kurz davor. Bellerabi zu dem hierbei. Quergelegt. Und das muss es doch jetzt sein. Charles Arangis scheitert an Kobel. Zu unplatziert. Dann auch gut von Kobel. Aber auch das muss natürlich der Treffer sein. Eckball von rechts. Macht Leverkusen jetzt alles klar. Arangis. Boah, mies getreten und Stuttgart macht sich das Leben selbst schwer. Jetzt muss Tor in Köln nach vorne. Und Tor in Köln. Das ist das 2:1 für den ersten FC Köln. Und das ist der andere Neuzugang, der direkt einschlägt. Andrej Duda mit dem 2:1. Ein vorgelegt, ein gemacht. Und das sieht ein bisschen aus wie der Treffer von Gladbach. Quergelegt, kurz vorm Fünfer. Elvedi ist nicht dicht genug dran. Und Jan Sommer bleibt nur das Hinterherschauen und das Ärgern. Und der erste FC Köln geht mit 2:1 in Führung in der 85. Minute. Das ist hochverdient. Borussia Mönchengladbach fand hier wirklich lange Zeit jetzt kaum statt. Also 2:1 hier, fällt in Bremen noch eine Entscheidung. Unvorstellbar ist es nicht. Aber in welche Richtung wird das dann geschehen? Das ist eher die Frage. Bremen würde jetzt mit 4 Punkten nach 3 Spielen dastehen, ist auch nicht so verkehrt. Bielefeld hätte sogar 5 Punkte. Diese Niederlage gegen Hertha war am ersten Spieltag wirklich eine Katastrophe. Aber jetzt hat man sich aus Bremer Sicht stabilisiert. Auch das 0:2 zwischendurch hier wirft Fragen auf. Aber es war dann nach vorne mit der Offensivpower wieder ein verdienter Ausgleich. Vielleicht jetzt doch noch mehr. Chong bleibt aber hängen in Manuel Prietl. Und Bielefeld schlägt den Ball dann nach vorne. Zweiminütige Nachspielzeit auch abgelaufen. Und jetzt ist Feierabend. 2:2 in einem wirklich teilweise richtig guten Spiel. Absolut verdient. 4 Treffer haben wir gesehen. Faire Punkteteilung hier in Bremen. In Köln läuft es aber noch. Gladbach mit dem Mute der Verzweiflung noch einmal nach vorne. Thüram, Player. Nochmal Player. Kommen sie nicht durch.
Thuram, Flanke, Bono, die köpfen da jetzt alles raus. Und Schichos befreit erstmal den ersten FC Köln. Andersson treibt den Konter an. Duda, rechts raus. Genau da muss er hin. Rex Bescheid, aber nicht der allerschnellste. Verzögert das Tempo, das ist auch ausreichend. Höger. Raus zur Eckfahne. Oskar Wendt hat den Ball. Er muss schnell nach vorne, sonst ist hier gleich Feierabend. Da hilft jetzt hinten auch kein Gepasse mehr. Das ist verschenkt. Es ist wirklich verschenkt, aber der 1. FC Köln verdient sich diesen Sieg hier trotzdem. Sie gewinnen mit 2:1 dieses Derby, gewinnen den ersten Dreier in dieser Saison, die ersten Punkte überhaupt. Und Gladbach steht mit einem Punkt nach 3 Spielen da. Das ist richtig enttäuschend, dieser Saisonauftakt. In Dortmund ist man mittlerweile wahrscheinlich wieder etwas versöhnter. Ja, das 3:0 hier hat doch dann wieder einige Wunden lecken können. 3:0 gegen Gladbach gewonnen, dann dieses 2:0 in Augsburg, das man sich gerne hätte erspart. Aber man konnte hier beim 3:0, vor allem im zweiten Durchgang, dann gegen Freiburg überzeugen. Gegen diese Breisgauer muss man auch erstmal 3 Treffer erzielen und hinten zu 0 bleiben. Das haben sie geschafft und so steht der BVB dann doch recht positiv da. Das soll es aus der Konferenz gewesen sein. Jetzt gibt es alles nochmal in der Zusammenfassung oder dann eben direkt das Topspiel. Danke fürs dabei gewesen sein. Bleiben Sie am Ball. Samstagnachmittag Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg. Es hieß Wunden lecken für den BVB nach dem Patzer gegen den FC Augsburg. Da verlor man ja in der Fuggerstadt mit 2:0. Gegen den SC Freiburg zu Hause in der Favoritenrolle, klar, der Signal Iduna Park hatte in der Anfangsviertelstunde aber nicht so viel zu sehen. Der Schuss hier von Sancho auch wirklich eher der harmlosen Art. 25. Minute, vielleicht mal eine gute Freistoßsituation. Witze legt aber quer, dadurch wird es relativ ungefährlich. Höfler schmeißt sich rein. Emre Can's Schuss wird abgewehrt. Dortmund war schon dominant, aber es war jetzt kein überragendes Spiel der Dortmunder. Dementsprechend ging es mit dem 0:0 auch erstmal in die Pause. Im zweiten Durchgang legte der BVB aber gut los. Reyna, Sancho hier im Passspiel. Sancho, Reyna schön weitergeleitet zu Dahoud. Und den gibt es ja auch noch. 48. Minute, 1:0 für den BVB. Die Freiburger kamen hier nicht gut aus der Pause und mussten jetzt den Gegentreffer hinnehmen. Und Dortmund nahm diesen Schwung gut mit. Knapp 10 Minuten im zweiten Abschnitt gespielt. Haaland, schöner Querpass zu Rafael Guerreiro. 2:0, 56. Der SC Freiburg etwas neben der Spur wird hier eiskalt erwischt. Dann ließen sie sich auch noch rauskontern. Sancho nicht im Abseits von Haaland. Ein weiteres Mal bedient. Jetzt macht das 3:0, 68. Minute. Jetzt war alles klar. Der BVB sorgte für den zweiten Heimsieg in der Saison. Jetzt muss man auswärts natürlich nach der Länderspielpause daran anschließen. Klar und deutlich gewinnen sie hier mit 3:0 gegen den SC Freiburg. Nach guter zweiter Hälfte. Die Power, die Frankfurt auswärts erzeugt hat gegen die Hertha, wollte man jetzt auch zu Hause gegen den Tabellenführer aus Hoffenheim aufs Feld bringen. Aber die in Minsk gekleideten Sinsheimer machten ja ihrer Position in der Tabelle erstmal alle Ehre. Und sie spielten ganz gut nach vorne von Beginn an. Samuel Sekou in der 7. Spielminute testet das erste Mal Kevin Trapp, der da mit einer schönen Flugeinheit den Ball parieren kann. Hoffenheim, die bessere Mannschaft. Munas Dabur wusste das dann in der 40. Minute auch in Tore umzumünzen. Schöner Abschluss, diesmal fliegt Kevin Trapp vergeblich. Im zweiten Durchgang aber Frankfurt wacher und besser. Diese Einzelaktion von André Silva führte dann auch zum 1:1 in der 56. Spielminute. Es war jetzt besser, was die Eintracht machte und Hoffenheim in der Defensive etwas überrascht. Nach diesem spektakulären Spiel gegen die Bayern aber war man hier sogar in der leichten Favoritenrolle. Kramaric
Erstmal von Abraham gestoppt, aber Hoffenheim blieb dran. Samaseko, Kramaric quergelegt, da ist Grilic. 2-1 für die Gäste, eine Viertelstunde vor dem Ende führte Hoffenheim das zweite Mal an diesem Tag. Sehr gut gemacht und Kevin Trapp ist geschlagen. Frankfurt riskierte jetzt etwas mehr, stand trotzdem teilweise noch sehr tief. Hoffenheim wusste aber auch damit umzugehen. Kramaric, der Mann der Stunde momentan bei Hoffenheim, machte dann mit dem 3:1 in der 82. Minute alles klar. So endet es hier und Hoffenheim bleibt damit ohne einen Punktverlust. 9 Punkte nach 3 Spielen, der optimale Start für Sebastian Hoeneß. Derbyzeit in Köln. Von einer Krise bei beiden Mannschaften zu sprechen, wäre vielleicht zu viel des Guten, aber Köln hat noch gar keinen Punkt, Gladbach nach 2 Spielen erst einen. Das sollte sich heute ändern. Gladbach in grün gekleidet, spielte von Beginn an erstmal besser. Stindl bekommt den Ball von Neuhaus, legt ihn dann quer zu Christoph Kramer in der 22. Minute. Der bringt die Fohlenelf in Führung. Die Geißböcke schüttelten sich kurz, wachten dann nach diesem Rückstand aber erst so richtig auf. Skiri treibt gut an. Rex Bischai mit der Hacke, Duda zu Andersson und der lässt sich da nicht zweimal bitten. 27. Minute. Der Treffer für die Geißböcke zum Ausgleich. Der zweite Durchgang hatte nicht viel zu bringen. Der erste FC Köln aber war dann die bessere Mannschaft. Gladbach konnte nach vorne quasi nichts mehr erzeugen. Gut gerettet der Ball hier auf der Außenbahn und dann Andersson mit dem Kopfball in der 79. Minute. Da fehlte nicht mehr allzu viel, er ärgerte sich, klar, aber diese Flanke hier ist erstmal gut. Dann nicht so leicht am ersten Pfosten das zu kontrollieren und es fehlen eben auch nur ein paar Zentimeter. Doch der erste FC Köln wollte es gefühlt ein Tick mehr. Limnios über links. Hängt da Kramer ab, legt dann quer, Skiri. Und auch der liegt quer durch den 16er hindurch. Andrej Duda mit dem 2:1 in der 85. Minute. Entwischter Elvedi, der ist nicht aufmerksam genug. Und Jan Sommer kriegt den Fuß nicht mehr ran. Und so endet es hier im Derby mit 2:1 für den ersten FC Köln. Damit sichern sie sich den ersten Sieg. Nach einer guten zweiten Hälfte ist das auch verdient. Gladbach entgegen den Erwartungen enttäuschte hier komplett. Bielefeld hat sich jetzt schon als der zähe Aufsteiger herausgestellt, den man vermutet hatte. 4 Punkte nach 2 Spielen, gar nicht mal so verkehrt. Und hier gegen den SV Werder Bremen wollte man dann an diese Leistungen anknüpfen. Bremen aber siegte ja gegen Schalke. Davon aber hier zu Hause erstmal wieder nichts zu sehen. Die Heimschwäche, sie wurde erstmal wieder offenbart von Fabian Klos, der den Ball irgendwie über die Linie drückt. Alles außer gewöhnlich. Und Bielefeld hatte jetzt richtigen Zug. Lukoki, Friedel, was für ein katastrophaler Fehler, den Sebio Suku in der Mitte auszunutzen weiß. So darf man den Ball nicht in die Mitte kehren. Das ist haarsträubend, hat er sicherlich auch so nicht gewollt. Bremen, ja, hatte jetzt eine riesengroße Aufgabe, das zu lösen. Aber dann machten sie es gar nicht schlecht. Johannes Eggestein kommt erst nicht durch, hält dann den Kopf aber oben. Und am zweiten Pfosten steht Niklas Füllkrug. Die letzten 4 Treffer gehen damit auf sein Konto. 4. Saisontor für den Stürmer. Und der zweite Durchgang begann ähnlich vielversprechend. Flanke von Sargent und Klassen hält den Fuß in 53. Minute. Der 2:2 Ausgleichstreffer. Man dachte, jetzt kommt die komplette Wende, jetzt geht es hier richtig steil, aber danach verflachte die Partie ein wenig. Man sah leider keine großen Tormöglichkeiten mehr. Es endete mit 2:2, Bremen konnte nach dem 0:2 aufwachen. Bielefeld muss sich ein bisschen ärgern, wird aber mit diesem Punkt sicherlich auch leben können. Bayern 04 Leverkusen wartet auf den ersten Sieg. Den konnten sich die Schwaben hingegen abholen. Beim ersten FSV Mainz 05 überzeugte man nach einem Rückstand mit einem starken 4:1. Leverkusen in den schwarzen Trikots, aber hier in der leichten Favoritenrolle, machte das nicht verkehrt. Und Diaby hatte in der 14. Minute dann die erste gute Möglichkeit, die Gregor Kobel aus spitzem Winkel allerdings noch abwehren konnte.
der VfB aber stand hier unter recht großem Druck. Die folgende Ecke bekommen sie nicht so richtig geklärt. Leverkusen blieb dran. Demirbay holt sich den Ball selber wieder. Tat Demirbay nochmal raus zu Bender. Dann Kerim Demirbay, ein Übersteiger gegen Anton, der den Ball behauptet und eiskalt abgeschlossen. Demirbay, der auch einen wunderbaren Treffer erzielte gegen RB Leipzig beim 1:1 am letzten Samstag, macht das hier richtig gut und wird momentan vielleicht zu einem der wichtigsten Spieler bei Leverkusen. Und hier ist er wieder in Erscheinung. Demirbay behauptet den Ball sehr gut. Bellarabi, Demirbay, da ist er wieder. 45. Minute. Kobel rüttelt da vor dem Seitenwechsel seine Mannschaft nochmal wach. Das war kein guter Auftritt der Mannschaft von Materazzo, die zwar teilweise vieles im Griff hatte, aber richtige Torgefahr nicht erzeugen konnte. Zweiter Durchgang, Leverkusen arbeitete hier am 2:0 Kopfballmöglichkeit von Bellarabi am zweiten Pfosten. Steigt er gut hoch, setzt sich gegen Silas durch. So viel fehlt dann im Endeffekt nicht. Es zog sich aber durch bis zur Schlussphase, dass Leverkusen die bessere Mannschaft war, aber sie verpassten es eben, den Deckel drauf zu machen. So hier die Chance in der 90. Sosa legt quer. Al-Ghadoui. 6. Minute der Nachspielzeit. Fast der Ausgleich, aber eben nur fast. Und so blieb es beim 0:1. Das wäre auch wirklich äußerst schmeichelhaft gewesen. Leverkusen wird nicht dafür bestraft, mit ihren Chancen so fahrlässig umgegangen zu sein und holen sich jetzt hier in der Mercedes-Benz Arena den ersten Saisonsieg. RB Leipzig gegen den FC Schalke 04. Das sind zwei Welten, die momentan aufeinander prallen. Bei Schalke hat man sich von Wagner getrennt und es wird eine interessante Geschichte, das jetzt bei den Königsblauen in der Zukunft zu beobachten. Doch die erste Möglichkeit hatte dann auch der Gast. Vielleicht eine Erlösung, dass Wagner nicht mehr dabei ist. Marc Uth vergibt hier aber mit einem Flachschuss. Leipzig mit 4 Punkten in die Saison gestartet, damit kann man durchaus zufrieden sein. In Leverkusen gut mitgespielt beim 1:1. Jetzt wollte man hier aber gegen Schalke keine Fragen offen lassen. Das ist Haidara, eine 100%ige Tormöglichkeit, schießt aber genau auf Ralf Herrmann. Halbe Stunde gespielt, Schalke war nicht so schlecht dabei, Paciencia. Bojelab und Bastiano Schipka tritt nochmal drauf. Paciencia mit der Flanke. Klostermann, was für ein Fehler. Und den kann Nassim Bojelab ausnutzen. 1:0 für die Gäste in der 32. Spielminute. So richtig gut sieht Kulaschi dabei nicht aus. Tritt am Ball vorbei, kommt da raus. Relativ unnötig. Das war dann auch der Halbzeitstand. Also Leipzig mit einem Rückstand in den Katakomben, da wird Nagelsmann sicherlich seiner Mannschaft die eine oder andere Ansage gemacht haben. Und es wurde jetzt auch besser. Angelino, Dani Olmo, sieht Alexander Sörloth. 56. der Ausgleich. Sörloth, der den verletzten, angeschlagenen Yusuf Paulsen vertrat in der Spitze. Jetzt konnte er so langsam einschlagen. Schalke wurde nervös, Leipzig hatte Blut geleckt und wollte mehr. Ralf Herrmann rückt jetzt immer wieder in den Mittelpunkt. Wang hier mit dem Schuss, der wohl auch nur an den Außenpfosten gegangen wäre. Schalke konnte sich aber nicht mehr befreien. Leipzig mit hohem Druck. Immer nach vorne, Klostermann, Mukiele, Forsberg, steckt durch und da ist Sörloth. 2:1, Partie gedreht, 69. Minute, die Roten Bullen jetzt in Front. Ralf Herrmann im Spitzenwinkel, sieht aber auch nicht so gut aus. Jetzt hatte Leipzig alles im Griff, der FC Schalke 04 lief nur noch hinterher. Angelino quergelegt, Wang mit einem Ausrufezeichen, das ich sehen lassen kann. Wunderbarer, straffer Schuss. Diesmal Fährmann ohne eine Chance. Das war dann auch gleichzeitig der Endstand. Leipzig gewinnt nach 0:1 Pausenrückstand mit 3:1. Nach guter Leistungssteigerung im zweiten Durchgang auch verdient.
Der VfL Wolfsburg misst sich mit dem FC Augsburg. Wolfsburg noch ohne einen Dreier, da hat Augsburg schon zwei von zu bieten. In Berlin bei Union und bei sich zu Hause gegen den BVB. Und die Fuggerstädter hatten jetzt eine breite Brust, das sah man ihnen hier an. Gregoritsch mit dem ersten Ausrufezeichen, der Ball geht dann aber noch über den Kasten. Der FC Augsburg aber machte es richtig gut im ersten Durchgang. Wolfsburg teilweise überfordert und in der Defensive mit krassen Schwächen. Grezo, da ist der Abschluss nicht perfekt, aber Perwan patzt und muss hinter sich greifen. Augsburg machte es aber danach nicht weniger gut. Wieder Grezo. Tritt einmal auf den Ball, legt ihn zurück. Framberger quergelegt. Gregoritsch 0-2. Gibt's ja nicht. 43. Minute. Die Gäste wirklich wie ausgewechselt. Nach der letzten Saison, die teilweise sehr holprig war, ist man momentan in exzellenter Verfassung. Ein, zwei Neuzugänge. Caligiuri, Strobel, Giekiewicz. Mit denen läuft es deutlich besser. Die sorgen für Stabilität und Erfahrung, aber es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Der VfL Wolfsburg kam dann nach der Pause besser raus und setzte die Gäste erstmal unter Druck. Steffen hier wird dann aber noch abgewehrt. Noch war aber genug Zeit, knappe halbe Stunde noch zu spielen. Arnold mit dem wichtigen Ballgewinn. Memedi. Brekalo auch nochmal quergelegt. Memedi mit dem Anschlusstreffer in der 64. Minute. Der VfL Wolfsburg war wieder da und hatte sich das jetzt auch verdient, hier wieder in der Partie dabei zu sein. Drückte jetzt auf den Ausgleich, was dem FC Augsburg Räume bescherte. Und die wussten sie auszunutzen. Caligiuri quergelegt. Niederlechner 1-3. Alles, was der VfL Wolfsburg noch erreichen wollte, war jetzt Geschichte. Die Gäste gewinnen mit 3-1, holen sich damit aus den ersten drei Spielen 9 Punkte. Das ist wirklich sensationell. Und der VfL Wolfsburg, der ist bedient. Enttäuschende Pleite für den FC Bayern München gegen Hoffenheim. Mit 4-1 verlor man da doch recht deutlich. Nun sollte gegen die Hertha alles besser werden und auch bei der Hertha läuft es ja nicht wirklich rund. Zwar gewann man am ersten Spieltag in Bremen, aber zu Hause gegen Frankfurt, da patzte man. Jetzt hier am Sonntagabend sah es erstmal aber wieder für die Hauptstädter besser aus. Neuer muss hier eingreifen und die Hertha machte es nach wie vor gut. Bayern unter der Woche eben auch gegen Dortmund im Supercup gespielt. Da fehlte einfach hier und da das letzte Korn. Und Hertha nutzte es aus. Niklas Stark auf der 6 wieder eingesetzt. Kann dadurch ein paar Wege mit nach vorne gehen. Und da kommen dann plötzlich Torjägerqualitäten ans Tageslicht. Bayern also jetzt im Rückstand. Und sie mussten etwas dagegen tun. Erstmals hier in der 32. Minute dann Thomas Müller. Aber der geht doch recht deutlich vorbei. Es war enttäuschend, was Bayern spielte. Nachvollziehbar nach dem Programm. Aber das soll und darf für den Rekordmeister natürlich keine Ausrede sein. Die Hertha machte es auch gut. Das kann man auf jeden Fall unterstreichen. Im zweiten Durchgang wurden die Bayern dann aber schon noch deutlich besser. Und Hertha konnte nicht mehr gut mitspielen. Thomas Müller kommt nicht durch. Legt zu Lewandowski rüber. Und das ist dann von Alexander Schwolo auch eine Sensationsparade. 53. Minute. Der Pole mit einem tollen Schuss. Und Schwolo bekommt da noch die Hand dran. Auswärts zu verlieren für den FC Bayern die eine Sache. Aber zu Hause in der Allianz Arena, das möchte man sich doch wohl verbieten. Aber Schwolo hatte immer noch was dagegen zu setzen. So gut die Schüsse auch teilweise waren. Thomas Müller, auch sehr gute Schusstechnik. Dann wieder Schwolo, der da fliegen kann. Und die Standardsituation des FC Bayern München, die brachten meist wenig Ertrag. Wir springen schon in die Schlussphase. Nochmal die Bayern. Goretzka, Lewandowski
immer noch ein Fuß oder eine Hand dazwischen. Diesmal ist es Niklas Stark, der reingrätscht und den Ausgleichstreffer verhindert. Zumindest der Ausgleichstreffer sollte her. Es war mittlerweile verflixt. Bayern die klar bessere Mannschaft. Gnabry und Kimmich. Ein letztes Mal die Möglichkeit hier auszugleichen. Aber er trifft nur das Außennetz. Danach war Schluss. Die Hertha rettet das tatsächlich über die Linie. Sie hat eine gute anfangshalbe Stunde. Danach nahm Bayern alles in die Hand, aber verpasste es, die Treffer zu erzielen. Das hätte auch locker mit 3-4-1 zu Ende gehen können. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.